want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maybe I got problems that I don't tell anyone. Have I lost my perception? Feel like I wanna do something wrong now. Packing all your belongings. Say you wanna take some time. But if you say we'll meet again, why'd you have to take everything now? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich sitze hier gerade an meinem Schminktisch und werde mich jetzt mal fertig machen für die Arbeit. Ich habe 2 Tage Vloggingpause gemacht. Heute ist nämlich schon Mittwoch, weil ich sehr, sehr lange in der Arbeit war die letzten 2 Tage, weil wir Lohnabrechnung hatten. Der Spaß kommt jeden Monat und ja, das sind immer Tage, an denen ich etwas länger arbeite und deswegen habe ich dann von vornherein entschlossen, dass ich an diesen 2 Tagen keinen Vlog machen werde, weil das einfach zu langweilig für euch wäre. Ja, aber heute ist hoffentlich ein Tag mit normalen Arbeitszeiten. Wir werden sehen, wann ich nach Hause komme. Also normal heißt für mich, dass ich zwischen 13 und 15 Uhr von der Arbeit komme. Das ist früher als die meisten wahrscheinlich für euch. Werde ich mich jetzt mal schminken. Meine Wimpern-Extensions machen mich ein bisschen fertig. Die kleben hier total zusammen, weil ich irgendwie mit meinem Eyeliner in letzter Zeit nicht mehr zurechtkomme. Der klebt da irgendwie so rein und ich kann irgendwie nichts dagegen machen. Ich weiß nicht, das Problem hatte ich vorher nie. Ich weiß nicht, ob irgendwie ich einfach nur nicht mehr klarkomme, ob die Wimpern diesmal andere sind, ob, weiß ich nicht, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall komme ich nicht mehr so richtig zurecht. Und es geht mir ziemlich auf die Nerven, weil es, finde ich, nicht so schön aussieht, wenn die hier so verklebt sind. Aber dieser Eyeliner hier, Flash Cat Eye Superliner von L'Oreal, ist dermaßen wasserresistent, dass ich den auch nicht mehr runterbekomme von diesen Wimpern. Also die sind dermaßen zusammengeklebt. Hier unten sieht man, glaube ich, dass es ungefähr 5 Stück sind, die zusammenkleben. Es ist dermaßen wasserresistent, dass ich den nicht mehr abbekomme. Und deswegen werde ich jetzt mal einen neuen Eyeliner aufmachen, solange bis ich vielleicht andere Wimpern habe. Und zwar ist das der Stamp Eyeliner von Lottie London. Den habe ich ja so sehr geliebt und dann wollte ich den nachkaufen und dann gab es den nicht mehr bei Rossmann. Der ist irgendwie wieder aus dem Sortiment gegangen, ich weiß nicht genau. Ursprünglich hatte ich den als PR-Sample, glaube ich, zugeschickt bekommen. Und dann habe ich einen Hilferuf gestartet und den überall gesucht und eine Zuschauerin hat mir den dann nochmal zugeschickt, weil die den irgendwie noch hatte oder übrig hatte, bin mir jetzt nicht mehr sicher. Jetzt muss ich den bloß noch aufkriegen. Na, das kann ja was werden hier. Schauen wir mal, ob ich mir die Finger schneide. Diese Folie ist dermaßen eng und hat nicht so ein, nicht so eine gelochte Naht oder wie man auch immer das nennt. Puh, geschafft, okay. So, das ist der Stamp. Das ist der Fitz Eyeliner. Dann schauen wir mal, ob das besser geht. Viel besser. So, wäre das schon mal erledigt. Ich habe jetzt hier eine riesen Lücke drin, aber kann ich jetzt nicht ändern, muss ich mich vielleicht heute Abend mal näher damit befassen. Vielleicht kann ich da irgendwie mit Öl rangehen oder so. Ist auch eigentlich alles halb so wild, es sind nur Wimpern. So, dann haben wir hier den Laguna Bronzer von NARS, den habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Ich muss mal wieder anfangen, meine ganzen Produkte mehr durchzuswitchen und nicht immer nur das in der ersten Reihe zu nehmen. Ich habe auch ein paar neue PR-Samples zugeschickt bekommen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe mir ja auch diese Palette von Anastasia Beverly Hills gekauft, die ich auch noch nicht benutzt habe, weil ich ja dann auch im Urlaub war und da hatte ich dann keine Lidschattenpalette dabei. Morgen fahre ich zu einem Event, zu einem Beauty-Lounge und diejenigen von euch, die mich schon länger gucken, die wissen, dass ich schon ungefähr 2 Jahre nicht mehr bei so einem Beauty-Event war. Früher war ich regelmäßig bei Rossmann und DM und so. Und das ist dann irgendwie nicht mehr so zustande gekommen. Ich weiß nicht genau. Das ganze Team hat sich da irgendwie auch aufgelöst. Irgendwie alle, die damals das organisiert haben, die für Social Media zuständig waren oder Blogger zuständig waren bei DM, die haben irgendwie alle innerhalb, es waren glaube ich 3 Leute, und die haben glaube ich alle innerhalb von einem Monat aufgehört, da zu arbeiten. Und dann war der Kontakt auch irgendwie weg und dann kam auch nie wieder was. Und ja, ich bin dann auch irgendwie ein bisschen weg von Drogerie-Make-up. So, das ist jetzt diese Palette.
Sie sieht noch so neu aus. Ich glaube, ich werde mal in den Ton Orange Soda reingehen, weil ich heute eine khaki-grüne Hose anhabe. Was für eine Begründung. Ich hoffe mal, dass der nicht so hoch pigmentiert ist. Nee, ich glaube, es geht. Schauen wir mal. Ja, genau, ich bin morgen auf einem Event und ich glaube, das wird mega spannend für euch auch. Ich wollte da auch unbedingt hin. Ich habe mich so gefreut, als ich da die Anfrage bekommen habe. Und zwar geht es um Lush. Ihr kennt ja bestimmt alle Lush. Das ist eine Marke, die sich sehr auch für Umweltschutz einsetzt, schon viele Jahre. Das ist eine Marke, die ausschließlich verpackungsfreie Beauty-Produkte anmietet, was ja sehr, sehr, sehr lange eine Nische war. Aber jetzt hoffentlich mehr in den Mainstream auch gerät. Bisher hat die Marke ja hauptsächlich so, also am bekanntesten sind sie ja, glaube ich, für ihre Badebomben und so. Feste Shampoos auch. Ich muss zugeben, ich habe noch nie ein festes Shampoo von denen ausprobiert. Ich wollte das schon ganz lange. Aber ich bin schon lange nicht mehr in Nürnberg gewesen, sodass ich noch nicht die Chance hatte, eins zu kaufen. So, und Lush eröffnet am Freitag einen neuen Store in München. Und ich bin mit eingeladen, mit anderen Bloggern, diesen Store am Donnerstag schon zu besuchen und mir die neuen Sachen vorstellen zu lassen. Und am Freitag bin ich dann auch nochmal da. Also ich fahre Donnerstag hin und Freitag erst zurück. Das ist vielleicht ein bisschen hart für die Arbeit, oder? Also es sieht sehr schön aus, aber jetzt muss ich es doch nochmal ein bisschen ausblenden für die Arbeit. Das Besondere aber ist, also weshalb ich mich noch viel mehr, ach, die Augenbrauen fehlen, jetzt weiß ich, warum ich komisch aussehe, warum ich mich noch viel mehr gefreut habe und warum ich auch glaube, dass euch das auch sehr interessieren wird, ist, weil Lush nämlich jetzt auch Make-up rausgebracht hat, und zwar verpackungsfreies Make-up. Und da bin ich mega, mega, mega gespannt drauf, wie die das umsetzen, ob das gut funktioniert, wie die Produkte sind, wie die Produktvielfalt ist, ob die dann alles Mögliche abdecken oder nur bestimmte Produkte. Also ich habe schon gelesen von Foundation, Highlightern und Lippenstiften in fester Form. Also ähnlich wie die Shampoos oder wie auch immer. Ich bin super gespannt. Ich kann mir noch nicht so viel drunter vorstellen. Aber ich finde, das passt gerade absolut genial auf meinen Kanal und auch in mein Leben. Weil ich ja im Moment versuche, auf möglichst viele Verpackungen zu verzichten. Und ihr habt mir bisher das Feedback gegeben, dass euch dieses ganze Thema Zero Waste auch sehr interessiert. Und deswegen glaube ich auch, dass euch das sehr interessiert. Jetzt ist bloß eigentlich mein Problem, dass das Event am Donnerstag ist und der Vlog von Donnerstag eigentlich erst am Montag online gehen würde. Bin jetzt aber am Überlegen, ob ich jetzt dafür eine Ausnahme mache, weil ich weiß, wie ihr wahrscheinlich dafür brennt. Und ich auch, muss man dazu sagen. Ich will es auch eigentlich auch euch unbedingt sofort zeigen. Ob ich das dann, das von Donnerstag schon auf Samstag vorziehe und dafür halt Montag eine Vlogging-Pause mache. Weil eigentlich mache ich ja Montag bis Freitag Vlogs. Aber in dem Fall würde ich jetzt vielleicht mal noch ein extra Video dranhängen, einfach weil das irgendwie so mega spannend ist und dann halt Montag pausieren. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Idee findet und ob ihr das cool findet. Und schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, was ihr für Fragen habt zu den Produkten. Also was interessiert euch da am meisten? Natürlich werde ich euch die Produkte zeigen, in der Hand halten, vorführen. Und vielleicht werde ich auch die Mitarbeiter dort ein bisschen ausquetschen. Also ihr könnt mir ja mal schreiben, welche Aspekte davon euch am meisten interessieren. Ich gehe davon aus, also ich weiß es zwar gerade nicht sicher, aber ich gehe davon aus, dass ich mir auch was mitnehmen darf von den Produkten. Also PR-Samples. Und dass ich das dann ausprobieren kann. Das ist natürlich dann was für nächste Woche erst, weil kann ja nicht alles auf einmal machen, Kinders, ne? Dann bin ich jetzt mal fertig geschminkt. Wo wir gerade beim Thema PR-Samples sind. Ich habe von NYX etwas bekommen. Lippenstifte. Die sind, weiß ich nicht, ob die jetzt so neu sind, wahrscheinlich schon. NYX Lingerie Push-Up Lippenstifte. Und da habe ich 5 Farben. Und die habe ich auch alle schon mal geswatcht vom Urlaub, aber nur kurz. Ich habe hier 3 Töne, die sich relativ ähnlich sind. Muss jetzt mal eben gucken.
Ah ja, okay. Also der eine hier, der hat so Glitzerelemente ein bisschen. Das ist jetzt nichts für heute. Lace Detail. Dann habe ich hier einen, der ist ein bisschen rosastichiger. Der heißt Bedtime Flirt. Und einen, der ist ein bisschen mehr nude. Der heißt Push-Up. Und den werde ich jetzt mal auftragen. Die sind super cremig und die riechen stark nach Minze. Was nicht verkehrt ist, weil ich gestern einen Riesenhaufen rohe Lauchzwiebeln gegessen habe. Also die sind unheimlich soft und sanft. So, ich habe hier eine Verfärbung auf dem Zahn, da. Genau in der Mitte an meinen unteren Schneidezähnen. Und ich kriege die nicht weg und es regt mich so auf. Das kommt daher, weil ich in letzter Zeit so viel Tee trinke. Wenn man sich mal meine Tasse anguckt. Da ist jetzt gerade schwarzer Tee drin, das könnt ihr nicht sehen, weil der fließt sonst raus. Dann habt ihr ungefähr eine Ahnung davon, was meine Zähne durchmachen müssen, weil ich trinke jeden Tag so einen Humpen schwarzen Tee vor der Arbeit. Und dann mache ich mir nochmal einen To-Go-Becher mit grünem Tee. Und dann bin ich koffeiniert für die Arbeit. Ja, aber das alles ist sehr schlecht für die Zähne. Da muss ich mal... Meine letzte professionelle Zahnreinigung ist noch nicht so lange her, wahrscheinlich noch nicht mal 6 Monate. Mal überlegen, ob ich das nochmal machen lasse. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Tipps. Ich sehe das hier hinten auch so ein bisschen unten. Aber da hinten ist nicht so schlimm, aber hier vorne in den Schneidezähnen ist natürlich schon nicht so geil. Hab schon überlegt, ob das der Grund ist, warum viele so Sachen mit dem Strohhalm trinken. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht anfangen, Strohhalm zu benutzen. Das erscheint mir doch etwas seltsam. Also ich muss sagen, das bitzelt auch so ein bisschen auf den Lippen. Ich weiß gar nicht, ob diese Push-Up-Linie jetzt auch tatsächlich bewirken soll, dass die Lippen so ein bisschen aufgeplustert werden. Das lese ich jetzt nämlich so auf der Verpackung nicht. Hier steht nämlich nur langanhaltender Lippenstift drauf. Aber meine Lippen sind auch ein bisschen trocken. Deswegen kann es sein, dass es daher kommt. Da kann ich euch nochmal ein Update geben. Ihr werdet ja heute nach der Arbeit sehen, wie sich der Lippenstift dann verhalten hat. So, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg in die Arbeit. Jetzt habe ich irgendwie lang gequatscht. Ich war heute 20 Minuten früher dran. Die 20 Minuten sind jetzt weg. Wieder. Oh, viel später als ich dachte. Es ist schon 16 Uhr und ich hatte kein Mittagessen. Ich sterbe. Oh, ich muss jetzt mal eben schnell was essen und den Hund füttern und dann sehen wir uns wieder. Okay, also das Licht ist nicht mehr so geil. Um genau zu sein, ist es gerade schon fast dunkel draußen. Ja, das Leben im Winter. Geil wie immer. Ich dachte, weil ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe und der Vlog jetzt nicht so geil ist, wie ich es mir eigentlich heute vorgestellt hatte. Der eigentliche Plan war nämlich, mit meinem Mann jetzt in die Stadt zu fahren und noch ein bisschen Zeit in der Stadt zu verbringen. Aber es kam ihm ein Termin dazwischen und er muss länger in der Arbeit bleiben. Dann haben die Geschäfte alle schon zu. Deswegen beschäftigen wir uns jetzt mal mit was anderem. Ihr hattet mich schon länger darum gebeten, dass ich euch mal ein Feedback gebe zu den Sachen, die ich im Unverpacktladen gekauft habe. Und das möchte ich jetzt sehr gerne machen. Ich bin nicht sicher, ob ich jetzt alle Produkte hier habe, die ich gekauft habe, aber wir gucken mal. Wir fangen mal an mit dieser Zahnseide hier. Und zwar ist die Zahnseide
aus Naturfaser und Bienenwachs und in einer Glasverpackung, also in einem Glasfläschchen. Und dieses Glasfläschchen kann man dann aufschrauben, wenn es leer ist. Und die Zahnseide selbst, die innen ist, die gibt es dann dort zu kaufen. Einfach nur in einem Stück Papier, also plastikfrei. Und das Glas kann man dann natürlich aufheben und wiederverwenden. Und ich hatte ein bisschen Bedenken, weil ich relativ sensibles Zahnfleisch habe, sensible Zahnzwischenräume. Und ich mit dieser, also ich benutze immer diese XL-Zahnseide eigentlich. Also nicht XL-Sensitiv-Zahnseide heißt sie, glaube ich. Die ist vom Umfang her, von der Dicke her deutlich dicker und man schneidet sich nicht so leicht. Die, ich weiß nicht, ob ihr die vielleicht kennt, von DM könnte die Eigenmarke sein, so eine ganz kleine Reisezahnseide. Die kann ich gar nicht benutzen, die ist so scharf für mich. Ich blute immer überall, wenn ich die benutze, also ich brauche schon was, was es nicht einschneidet. Und da hatte ich so ein bisschen Bedenken, weil der Faden selbst doch sehr dünn aussieht, aber ich habe die jetzt benutzt und ich bin absolut positiv überrascht und auch beeindruckt. Also die steht der Sensitivzahnseide in nichts nach. Die war sehr angenehm zu benutzen und ich werde auf jeden Fall nicht wieder umsteigen, sondern werde bei der hier bleiben. Als nächstes hatte ich ja diese Einlage hier, diese Stoffeinlage gekauft von der Firma natürlich almo.de und war dann doch nicht so zufrieden mit ihr, weil die von der Form her nicht so richtig gehalten hat, weil die ist relativ lang und hat dann aber halt nur diesen einen Verschluss in der Mitte und relativ dick. Die ist dann auch zwischen vorne und hinten hin und her gewandert, das war dann nicht so ideal. Ich habe dann diese hier bei Amazon noch gekauft. Da ist hinten der Verschluss auch ein bisschen breiter aufgestellt. Die hält ein bisschen besser und die ist insgesamt dünner. Und die ist aus Bambus, wenn ich mich nicht täusche, Bambusfaser. Und mit denen bin ich super zufrieden. Also die benutze ich jetzt seitdem. Da werde ich sehr viel Müll sparen. Dann habe ich mir ja auch gekauft Bambus-Wattestäbchen. Und die sind auch absolut super. Also die sind ein bisschen fester als manch andere Wattestäbchen. Also sagen wir mal so, es gibt ja verschiedene Wattestäbchen in Läden zu kaufen. Manche sind eher fester, manche sind eher weniger fest. Die hier sind eher auf der festeren Seite, was aber völlig in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Also habe ich jetzt kein Problem damit. Ich benutze die, obwohl man das nicht tun sollte, hauptsächlich um meine Ohren zu reinigen. Ach genau, das Ohrenstäbchen, das hatte ich auch noch gekauft. Da habe ich mich tatsächlich noch nicht so richtig herangetraut. Also ich war jetzt auch ja ein bisschen verreist, das habt ihr ja mitbekommen. So lange vorher ist es nicht her, dass ich das gekauft habe. Ich habe tatsächlich mich noch nicht so richtig getraut. Ich habe mich ja mal so am Ohr verletzt auch. Oh Gott, ich habe so viele Ausreden, ich merke schon. Nee, ich werde es noch benutzen, ich habe es ja gekauft, das war ja auch nicht gerade günstig. Aber zu denen hier kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass sie gut sind und zu dem Stäbchen kann ich euch noch nichts sagen. Und dann habe ich noch eine Sache und zwar dieses Seifensäckchen für festes Duschgel. Und das habe ich nur zweimal benutzt, weil dann ist wieder eine Packung, also eine, dann ist wieder ein normales Duschgel in der Plastikverpackung bei uns zu Hause aufgetaucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das dann herkam. Haben wir das bei irgendwie mal vergessen oder war das noch in einem Kulturbeutel oder so? Auf jeden Fall ist noch eine Packung Duschgel jetzt da und die brauchen wir jetzt gerade auf und dann gehe ich zu dem zurück. Ich hatte das aber vorher mal benutzt, das ist jetzt von der Marke Savion und ich fand die... Die meisten Seifen sehr schwer. Das hier ist, glaube ich, war das Eukalyptus oder irgendwie sowas? Also nicht so arg teebaumöllastig, sagen wir mal, wie die anderen oder so, wie man nicht so ätherische Öle lastig. Die Seife an sich als Duschgel fand ich sehr gut, war gewöhnungsbedürftig, aber hat funktioniert. Mit diesem Seifensäckchen, ja, das schäumt auf, aber man muss schon bedenken, dass es auch einen ordentlichen Peeling-Effekt hat, je nachdem, welches Säckchen man benutzt. Ich habe jetzt eins, was tatsächlich auch so ein bisschen gröber ist. Ich könnte mich jetzt nicht jeden Tag mit diesem Säckchen duschen, das würde meine Haut irritieren. Aber ohne dieses Säckchen, das kann ich da rausnehmen auf jeden Fall. Und dann fällt mir noch was auf. Oder ein, das habe ich zwar nicht gekauft, aber zugeschickt bekommen, schon vor Ewigkeiten. Und zwar von The Body Shop habe ich zugeschickt bekommen Shea Butter. Reine Shea Butter. Und erst dachte ich so, oh, was machst du jetzt damit? Und hatte das mal benutzt zum Körpereincremen. Aber im Sommer war das noch, das war ein bisschen heftig. Und jetzt benutze ich die schon seit geraumer Zeit, um, wie gesagt, nach dem Duschen oder Baden meinen Körper einzucremen. Und es funktioniert sehr gut, muss ich wirklich sagen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um die richtige Dosis rauszufinden. Weil wenn man zu viel davon nimmt, dann zieht es halt gar nicht ein und die Haut bleibt so fettig. Aber angenehm fettig. Also schon angenehm, aber es bleibt halt so und man spürt das dann auch.
Wenn man allerdings nur ein bisschen was nimmt, also ich nehme jetzt ungefähr einen gehäuften Teelöffel voll von dieser Butter und creme damit meinen kompletten Körper ein. Ich wärme das halt vorher sehr gut an den Händen, sodass es wirklich sehr, sehr gut verläuft. Und dann mache ich erstmal nur so eine Portion quasi überall drauf, auf die Beine, auf den Bauch, überall. Und dann, wenn quasi meine Hände leer sind, dann gehe ich nochmal über die Stellen und verreibe es nochmal und dann arbeite ich das richtig ein. Das dauert so ein bisschen, aber es ist irgendwo auch so ein bisschen ein Wellness-Effekt, das ist sehr angenehm und meine Haut geht blendend seitdem. Das Einzige ist natürlich, ich glaube nicht, dass man diese Packung so nachkaufen kann, außerdem ist es ja wiederum in Plastik. Also ich würde bevorzugen, das im Glas zu kaufen und ich höre euch schon sagen, ja nimm doch Kokosöl, werde ich aber nicht tun, weil ich hasse Kokos. Ich muss mal gucken, ob es irgendein anderes Öl gibt, vielleicht sogar Shea-Butter oder so, nicht Öl, Butter, ne? Also Kokosöl ist jetzt zwar so die gleiche Konsistenz, aber eigentlich ja Butter. Vielleicht Macadamia-Butter oder so, ich muss mal recherchieren. Vielleicht kennt ihr irgendwelche Alternativen zu Kokosöl. Ja, von der Konsistenz her ist das ungefähr gleich mit Kokosöl. Aber wie gesagt, ich hasse Kokos. Den Geruch, den packe ich gar nicht, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, mich damit jeden Tag einzucremen. Und jetzt muss ich mal packen, denn morgen geht es ja für mich nach München zum Lush-Event. Ich bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. Ich habe mir heute Morgen schon mal ein paar Outfits rausgelegt, die liegen da. Das ist immer ein bisschen aufregend, solche Sachen, weil man natürlich auch andere YouTuber und Blogger trifft, die man vielleicht auch nicht persönlich kennt oder die man kennt aus YouTube, aber noch nie persönlich getroffen hat. Und dann ist natürlich immer so, wie sind die eigentlich in echt? Sind die in echt auch so? Sind die in echt anders? Und ich war ja in der Vergangenheit schon auf ein paar Blogger-Events und es ist faszinierend, dass manche wirklich, also manche verstehen sich gar nicht, aber einige schon sehr. Ja, also zumindest war das bei Bloggern so. YouTuber habe ich jetzt noch nicht so viele getroffen, da bin ich mal gespannt. Ich werde berichten, also nicht über einzelne Personen, natürlich, ich bin ja hier kein Gossip-Channel, aber... Ach so, hier den NYX-Lippenstift, das wollte ich euch noch zeigen, genau. Und zwar habe ich den jetzt nicht mehr nachgetragen, seit heute Morgen. Und er ist hier eine Lippe. Innen ein bisschen weg, aber sonst an sich hat der wirklich perfekt gehalten. Dafür, dass ich ja jetzt echt gegessen habe, den ganzen Tag in der Arbeit war, ich habe gegessen, getrunken, ganz normal. Und ich habe jetzt nicht übermäßig drin rumgefummelt, aber ich habe kein einziges Mal nachgezogen, also von dem her. Dafür, dass sie so buttrig sind, sind die wirklich gut und mir widerstrebt es gerade eigentlich, euch so nahe zu kommen, weil ich gerade dermaßen nach Zwiebeln stink aus dem Mund von meinem Essen gerade. Aber ihr könnt ja Gott sei Dank nicht riechen durch die Kamera. Ja, genau. Ich werde jetzt, genau, duschen muss ich auch noch. Duschen, mit Haare waschen und packen. Also, legen wir los. So, ich war fleißig, habe den Koffer aus dem Keller hochgeholt und habe schon ein bisschen gepackt. Ich bleibe nur eine Nacht, ja. Aber man irgendwie denkt man dann, ah, das noch und das noch. Und am Ende fühle ich mich nicht wohl und noch ein extra Outfit. Und am Ende kleckere ich mich voll und noch ein extra Outfit. Total dämlich. Aber so ist das. So, ich werde jetzt mal noch was am Laptop machen. Und dann sehen wir uns später nochmal. So Leute, es ist jetzt Bettzeit. Uah, mich friert's. Wir waren gerade noch mal kurz mit dem Hund unten. Ach, ich habe echt Schnupfen bekommen. Ich muss noch eine Frage beantworten. Gucken wir doch mal, was sich hier so für Fragen eingeschlichen haben. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist eigentlich Eidottergelb. Also so die Grenze zwischen Orange und Gelb, wie zum Beispiel auch Straßenlaternen manchmal sind. Also ganz warmes Licht, das ist so meine Lieblingsfarbe. Okay Leute, also wir sehen uns morgen wieder beim Lush-Event. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich bin sehr gespannt auf das verpackungsfreie Make-up. Danke fürs Zugucken, bis dann. Adios!